Hallo liebe Fußballfreunde, liebe Community und herzlich willkommen hier zu einem neuen React und ich reagiere auf das neueste Video vom lieben OneXotic, denn er hat mir schon gestern so geschrieben, dass ein sehr, sehr cooles Video kommt, nämlich die YouTube Meisterschaft Bracket Fights. Ich war ja schon auf Tierlist unterwegs, wo ich ja zu gewissen Themen Sachen ja sortiert habe von S, A, B, C, D, E und F, glaube ich, war das. So wie halt eben Mario Kart 8 Deluxe und so. Aber es gibt da auch Bracket Fights. Das bedeutet, dass man halt eben so einen Turnierstammbaum hier hat und da wählt man halt immer, so wie halt eben zum Beispiel im Fußball oder so, einen weiter. Nur man selbst bestimmt, wer gewinnt. Und warum ist es sehenswert? Ihr seht es schon. Ich sehe hier mein Bild und ich bin sehr, sehr gespannt, auf welchen Platz er mich setzt insgesamt. Vor allem, wenn ich jetzt schon sehe, dass da unter, und das ist so gesehen dann der Gegner, Jonas Ems oder krass Klassenfahrt. Ich werde safe gegen einen von beiden verlieren. Also, mal gucken. Ich würde sagen, wir gucken mal rein und gucken mal, was er so sagt. So. Ich hoffe, es passt jetzt mal. So. Einmal so, das geht, denke ich, oder? Ja, unsympathisch gegen, also Unge gegen unsympathisch. Unge unsympathisch. Wenn ich selbst entscheiden müsste, würde ich sagen, Unge. Hatte ich ja gesagt. Unge? Hatte ich ja gesagt. Flo oder Flo gegen... Das heißt, du hast schon eine Begründung genannt? Kommt dann so ein Video noch extra oder so? Weil klingt so von wegen, ach, ich hab's ja schon gesagt, Unge. Aber hätte ich auch genommen. TV Uncut. Ja, Flo oder Flo. Flo oder Flo, weil ich Flo oder Flo besser kenne. Just Nero gegen Need to Know. Also Just Nero kenne ich, deswegen würde ich ihn nehmen, weil ich ihn kenne, im Gegensatz zu, was war das, Need to Know. Er Just Nero, Need to Know gucke ich so gut wie gar nicht mehr, Just Nero eigentlich auch nicht mehr, aber... Ich mag ja den Humor von Need to Know jetzt nicht so, deswegen. Okay. Hauptformat. Oh. Hochformat gegen Montana Black. Ich würde jetzt sagen Hochformat, da gucke ich viel öfters rein. Ja. Ich muss ganz schnell machen, das ist auch komisch da nochmal. Okay, was ist da mit dem Mikro los? Alter. Ich hoffe, es geht für euch in Ordnung. Alter, habe ich mich gerade selbst erschrocken. Das ist neu zu sagen, deswegen ja. Alter. KuchenTV gegen Wissenswert. KuchenTV. Wissenswert schaue ich gar nicht. On Point gegen Worldwide Wohnzimmer. Gucke ich beide kaum noch, aber eher Worldwide Wohnzimmer. Ja, weil ich finde die Formate so wie hier, erkennst du den Song oder erkennst du den Promi. Finde ich sehr cool. Simsblock gegen... The Only Paul, natürlich The Only Paul. Oh, Ehrenmann. Ehrenmann. Jonas Ems gegen Krass Klassenfahrt, da hatten wir ja gesagt, Jonas Ems. Boah, das ist. Ja. Oh Gott. Ich werde halt nicht mehr die Begründungen von vorne sagen, weil er guckt einfach im Outtakes-Video, was demnächst kommt, da. Okay. Das heißt, das. Ich will das nicht noch. Das heißt, das werden wir dann auch nochmal gucken, dann das Outtakes-Video, um die Erklärungen zu hören. Weil, das finde ich schon sehr interessant. Jonas Ems eben weiter zu wählen statt Chris Klassenfahrt. Da bin ich so auf die Erklärung gespannt, weil, es ist keine einfache Entscheidung. Ich würde sagen, so vom Achtelfinale her sogar mit die schwerste. Mal sagen, so, wer kommt jetzt ins Halbfinale? Ja. Unge gegen Flo da Flo. Ich glaube, dann wählt er Flo da Flo. Gleich gerne. Weil Flo da Flo kennt er, deswegen. Nur wirklich nur Chris Klassenfahrt Reactions. Aber einerseits kenne ich ihn gut privat und ja, ist ein bisschen schwierig. Was sagst du zu Unge? Leute, was ist das denn? Mir ist das eigentlich ein Outtake von
Und guten Flo oder Content. Flo? Also wie gesagt, der macht gute. Ja. Konnte jetzt wirklich nicht so. Kennst du ja nicht so ganz, okay. Das stimmt. Aber. Oh verdammt, das wollte ich jetzt nicht. Hat er Ups, das habe ich. aufgelegt? Aber wer ist das? Obwohl, ich habe, glaube ich, so eine Ahnung, aber. Gut. Aber ich würde sagen, Unge gucke ich in letzter Zeit öfters. Ja, ist Oh. leider dann so. Just Nero gegen Hochformat. Natürlich Hochformat. Bei Hochformat, klar. Hochformat, da interessieren mich diese ganzen Vlogs echt mega und gucke ich Kenne gerne ich ein mal paar rein. Just Videos Nero von, aber gucke ich so nicht gut wie so. gar nicht mehr, ja. Das ist halt so. KuchenTV gegen Worldwide Wohnzimmer. Da auf jeden KuchenTV, Fall weil wir KuchenTV, Wohnzimmer. weil Oh ich Gott, gucke und ihn zwar auch jetzt. selten. Ich Oh gucke eher Gott. seinen Uncut-Kanal, also sein Reaction-Kanal Jetzt gucke bin ich ich sehr öfters, aber gespannt. Worldwide Wohnzimmer gucke ich so gut wie gar nicht mehr. So, Jetzt deswegen, kommt's. ja. The Only Paul gegen Jonas Ems. Das ist schwierig, Ja. weil beides gleich korrekte Typen sind. Ehrenmann, Nur Jonas danke. Ems kenne ich ja jetzt nicht ganz privat. Er hat mal meine Freundin und mich in der Insta-Story so Art gepusht, so. Ja, Also er hat schon genau. mal was repostet, wo wir das Parfüm von ihm gekauft haben. 1960, das habe ich auch Allein das war gesehen. schon korrekt. Und das ist generell eigentlich so, wie ich ihn so einschätze, sag ich mal, auch ganz, ganz korrekt so. Der Olli Paul habe ich halt privat schon getroffen, da ist er echt ganz korrekt. An ihn gucke ich sogar eigentlich öfters als Jonas Ems. Deswegen muss ich mich für The Only Paul entscheiden. Jonas Ems macht zwar hochqualitativen Content, aber ihn gucke ich jetzt nicht so oft. Und ihn kenne ich nicht so privat halt so, ne? The Only Paul ist privat korrekt, in den Videos korrekt. Gucke ich halt öfters so, ne? Deswegen muss ich mich für Boah. The Only Paul entscheiden. Alter Ehrenmann und Grüße, Alter, damit hätte ich null gerechnet. Damit hätte ich wirklich null gerechnet. Alter, krass, okay. Ich habe gegen Jonas Ems gewonnen. Alter, okay, das ist krass. Also damit hätte ich null gerechnet. Ich hätte wirklich gedacht, dass du Jonas nimmst irgendwie. Ich hätte mich da noch nicht mal irgendwie schlecht bei gefühlt. Ich sag mal, hey, so ein Duell und dann das zu gewinnen. Ist ja, man kann sagen, hier wie David gegen Goliath. Entscheiden. So, wer kommt jetzt ins Halbfinale. Finale? Unge oder Hochformat? Ich Beides glaube, die gleiche Unge. Person, das ist natürlich, das sehe seh ich jetzt gerade erst. Ja, lol, stimmt. Ich würde eher sagen, ich würde sogar fast sagen Hochformat. Weil das Krass. interessiert mich mega so, was da immer gevloggt wird, so mit Tanzverbot zum Beispiel habe ich gerne angeguckt. Oder die Q&As gucke ich auch gerne an von Das stimmt, Hochformat. das war cool. Deswegen entscheide ich mich für Hochformat. Mega nicer Kanal. Jetzt bin ich auch wieder Sehr gut, dass er gespannt. wieder mit Vlogs anfängt. Oh Gott. KuchenTV gegen The Only Paul. Schwierig. Aber eigentlich würde ich auch dann da sagen, The Only Paul, weil ich gucke ihn halt am meisten so in letzter Zeit so. Alter. Kuchen gucke ich nicht mehr so oft in letzter Zeit. Ja. Finale. Hochformat gegen The Only Paul. Ich habe Super KuchenTV und schwierig, beide Jonas gucke ich Ems gleich viel. Sag ich mal so. geschlagen. Boah. Jetzt erstmal so die, was, wofür würdest du dich entscheiden? Also, wie findest du den Kanal Hochformat so? Ich muss zugeben, ich kenne den Kanal kein bisschen. Und die Paul ist echt ein korrekter Dude. Also, ja. Also, das ist echt nett und so. Ja, und Hochformat kenne ich, wie gesagt, überhaupt nicht. Ist halt schwierig. Ich habe The Only Poller ja auch schon privat getroffen, echt korrekt und so. Hochformat ist ja Gleiches geht Unge. an dich. Unges neuer Kanal. So, Wo Vlogs. das Wo. ist Unge. Ja, das ist so sein neuer Vlog-Kanal. Und das finde ich Ah, echt. okay. Find ich echt Ja, cool. dann ist schwer. Ich bin Weil im der Finale. Kanal ist Ey. mega, mega spannend auch so. The Only Paul gucke ich aber einen Ticken mehr. Und den kenne ich halt auch privat gut. Natürlich wäre das dann komisch, der kleinste YouTuber hier in dem
Battle gewinnt das gegen alle großen YouTuber, das wäre natürlich ein bisschen komisch. Ich frage wirklich so, ne? Zwischen den beiden. Aber ich würde mich sogar wahrscheinlich wirklich für die Olli Pollenschein, weil ich ihn einfach am meisten gucke in letzter Zeit. Wenn was kommt, gucke ich Alter. direkt, außer Let's Plays. Aber sonst gucke ich von ihm wirklich so, so was Jonas Ems angeht und Jonas Wuttke, die ganzen Reaktionen gucke ich gerne an. Ja, Alpha. und auch so seine ganzen Challenges, die er auch schon hochgeladen hat, seine Podcasts, wo ich sehr mit dabei bin, gucke Das ich mir trotzdem stimmt. auch nochmal an. Der ist auch bei meiner Serie dabei. So, und hat da auch coole Rollen gespielt, Das gesprochen. stimmt. Und deswegen würde ich echt sagen, der Only Paul, den kenne ich länger. Also, beziehungsweise, also, Hochformat gibt es auch noch nicht so lange, so seit einem Monat oder so. Der Only Paul ist für mich dann in dem Sinne der Alpha. Sieger. Ich gucke ihn in letzter Zeit mega oft und ich Alpha. würde mich echt für ihn entscheiden als Gewinner. Der Only Paul, weil, falls du es siehst, Grüße gehen raus. Ey. Du wirst es sowieso sehen. Ehrenmann. Also ich hätte damit null gerechnet. Wie du selbst gesagt hast, ich bin von diesen ganzen Kanälen hier einfach der Kleinste. Ich habe jetzt gerade aktuell 270 Abonnenten, glaube ich, sind es. Ich habe durch Krass Klassenfahrt so viel Aufmerksamkeit von einfach bekommen und ihr habt mir das zurückgegeben. Und ich sag mal, 270 Abonnenten zu Jonas Ems hat 2,5, 2,6, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, Krass Klassenfahrt. Okay, gegen die bin ich jetzt nicht angetreten, aber haben ja fast 1 Million, glaube ich. Hochformat, ich weiß jetzt nicht, wie viele Abonnenten hat jetzt schon der Kanal. Weiß ich jetzt nicht, aber ich bin gerade sehr überrascht und überwältigt. Grüße gehen an dich raus, also ich hätte damit null gerechnet. Alpha, mal gucken. Aber trotzdem, aber Grüße geht raus. Das war's. Ging mega schnell, ja, weil ich das jetzt mal ganz schnell Durchlauf gemacht habe, weil letztes Mal gab es ein paar Fails und ja. Ach so. Deswegen auf jeden Fall jetzt. Ciao. Bis. Alter. Ehrenmann. OneXotic, Grüße gehen auch an dich raus. Damit hätte ich nur gerechnet. Ich hätte damit zu null gerechnet einfach. Krass. Das ist krass. Ja. Ich habe gewonnen. Also ich habe die erste YouTube-Meisterschaft gewonnen. Wenn ihr wollt, dass ich sonst auch mal sowas mache, dann schreibt es in die Kommentare. Oder wenn ihr sagt, ich soll es gemeinsam mit ihnen irgendwie so machen, weil da war jetzt auch jemand dabei. Ich weiß jetzt nicht, wer es war. Ich dachte erst, ich wüsste es. Ich habe aber jetzt keine Ahnung. Einfach nur Hammer. Ich sehe da auch gerade hier bei OBS Podcast. Krass. Also ich bin überwältigt. Schaut sehr, sehr gern bei Ihnen vorbei und lasst auch ein Abo und Grüße da. Und Hashtag Ehrenmann in die Kommentare bei ihm. Hammer. Ja, das war's dann von meiner Seite aus. Wie gesagt, wenn ihr auch mal sowas sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Lasst ansonsten sehr, sehr gern einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaut auch bei OneXotic, bei meinem YouTube-Kollegen, auch natürlich mit da rein. Und mir noch zu sagen. Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde und liebe Community. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.